Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Ja, im letzten Part waren wir in Matoyas Höhle. Entschuldigung. Aber ich bin jetzt wieder zurückgegangen und wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Dadurch sind die natürlich auch alle angestiegen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir holen uns erstmal ein paar Magie-Dinger. Und zwar Feuer auf alle Fälle. Ja. Die anderen holen wir uns von anders. Ich habe jetzt nur 5000, das muss für alles reichen jetzt. Ich hoffe es zumindest. So, schauen wir mal hier. Und Vitra holen wir uns, damit wir uns ein bisschen besser heilen können unterwegs. Das wäre doch schon mal von Vorteil. So, und jetzt können wir uns auf die Rüstung stürzen, die wir noch nicht haben. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu viel kostet, weil sonst habe ich ein Problem. Ich darf jetzt nur noch 3000 haben ungefähr. Okay, Eisen und Chaco braucht niemand. Das, haben wir schon. Einen Priesterstab, aber ich würde sagen, ich... Warte mal, Angriff 13 und da Angriff 14. Dann nehme ich einen Priesterstab. Halt. Und einen Säbel. Dann werde ich ja sehen, was besser passt. Rüsten. Wir rüsten ihn mal optimal aus. Rüsten und du auch mal optimal. Genau. Kauf. Der Säbel ist jetzt schlechter, genau. Gut, dann verkaufen wir mal Krummsäbel. Und Rapier. Okay. Halt, haben wir dann alles? Ich glaube schon hier. Genau, dann haben wir hier alles. Mehr können wir hier nicht holen. Und dann können wir jetzt zur Rüstung. Wenn da noch Geld übrig ist, können wir uns immer noch ein paar Zauber holen. Eisenrüstung. Die ist so teuer, aber... Ja, okay, die holen wir uns aber. Dann ist er wenigstens arg gestärkt. Und zwei Stück davon. Zwei Stück. Jetzt habe ich fast mein ganzes Geld ausgegeben. Ein Eisenschild. Lederhut dreimal. Oh, wie... Und für einen Helm reicht's nicht mehr, aber wenn wir jetzt verkaufen, dann hoffentlich. Rüsten. Optimal. Ja, perfekt. Rüsten. Optimal. Perfekt. Und da jetzt rüsten. Optimal. Und da. Perfekt. Gut. Verkauf. Dann können wir den Lederschild nämlich verkaufen. Das Kettenhemd, die Reisekluft und das Lederharnisch. Und dann haben wir genug Geld für die, den letzten Ausrüstungsgegenstand, den Helm. Sehr schön. Dann haben wir da nämlich Rüsten. Optimal. Wunderbar. Verkaufen. Genau. Gut, dann haben wir uns da schon mal optimal ausgerüstet. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir uns auf den Weg machen, den Prinzen wieder aufzuwecken. Und das machen wir jetzt, indem wir am besten einfach mal drauf losgehen und am besten gleich falsch gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen. Ich gehe jetzt einfach mal hier die Küste ab. Unterwegs können wir weiter Geld farmen wieder. Ach, das hey, da müssen wir gar nicht mehr zaubern bei diesem Gegner. Ihr seht, die HP sind gestiegen, alles ist gestiegen, etc. pp. Wo kommen wir da denn rüber? Nein, schaut nicht so aus. Okay. Noch ein weiterer Kampf, ein Hinterhalt. Och nö, super. Ich hasse es hier. Oh ja, geht alle auf Denise, genau. Immer auf mich, ich arme. Boah, und jetzt mal auf meinen Bruder. Ja, aber trotzdem immer auf mich, ne? So, hier ist Feuer. Super. So, der ist weg, der Isegrim. Das ist der stärkste. Das ist schon mal gut. Das macht auch schon mal einiges aus. Also man merkt einen deutlichen Unterschied jetzt. Ja, außer hier. Aber das ist der Magier an sich. Okay. So, dann können wir da weiter angreifen. Oh Mann, lass doch mal meine Heilerin in Ruhe. Immer die Heiler, die Armen. So. Der ist auch weg, sehr schön. Aber nicht so viel. Immerhin ist ihr Level gestiegen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht, wie es scheint. Okay, gut.
Da kommen wir schon mal nicht weiter. Die beiden. Und der Oger. Da wollen wir doch gleich mal angreifen. Okay, der ist weg. Und jetzt kommt noch Feuer auf den hier. Und dann müsste der aber auch weg sein. Ja, genau. Passt. Die Oger geben am meisten Geld, habe ich bemerkt. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir da einem begegnen. Und ja. So, schauen wir mal. Da kommen wir auch nirgendwo durch. Aber wo sind denn die Dunkelelfen? Das weiß ich ja nicht. Schon wieder sind viele Isegrim. Die sind schrecklich. Ich hätte jetzt mal Feuer ausprobieren sollen. Naja, das können wir immer noch machen. So, schauen wir mal. Ja. Ja, es reicht. Nein, es reicht jetzt wirklich mal. Ich muss ja danach unbedingt heilen. Wenn ich denn noch dazu komme. Am besten heile ich sie jetzt schon im Kampf. Was war denn das jetzt? Egal. Und ich wollte Feuer ausprobieren. Achso, da kommen noch ein paar Zauber dazwischen, oder was? Naja. Ja, super! Lasst ihr doch mal Zeit, sich wenigstens zu heilen. Meine Fresse. Ernsthaft. Warum habe ich das nicht schon vorher eingesetzt? Hätte ich gewusst, dass es ein Flechtzauber ist. Oh, jetzt darf ich zurück zur Kirche stopfen. Und natürlich kommt jetzt ein weiterer Kampf. So. Bitteschön, Feuer. Kann man sich eigentlich alle Zauber da holen hier in diesem Spiel oder nicht? So. Dann gehen wir mal ganz schnell zur Kirche. In der Mitte. Oh, eine milde Gabe. 200 Gil bitte. Mild. Mhm. Und da bin ich wieder. Gut. Wie schaut's denn gerade aus? Oh, ein HP. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal noch hier pennen eine Runde. Gut. Wir wünschen wohl zu ruhen. Gut, gut, gut. Dann schlaft gut, mein Lieben. Okay. Und weiter geht's. Da können wir jetzt unseren Weg endlich fortsetzen. Nein, ich bin so faded. Nein, raus mit dir. So. Ah, da scheint es weiter zu gehen. Okay. So, greifen wir mal gleich mal ein bisschen an. Mit Feuer auch. Weil wir es einfach können. Der ist jetzt aber schon mal weg. Auch nicht so schlimm. Vielleicht können wir mit Feuer trotzdem so genug ausmachen, dass es das auch weg ist. Das wäre natürlich nicht schlecht. Okay. Ah, da scheinen wir weiterzukommen. Okay. Und da nutzen wir Feuer wieder, weil es mehrere sind. Oh, habe ich. Steht es dran, dass es vielleicht ein Zauber ist? Wenn ja, dann bin ich blind. Hm. Oh weh. Und auf Feuer los. Mal schauen, wie viel es ausmacht. Und? Ja, geht. Jetzt können wir alle normal angreifen. Ja, wahrscheinlich voll Overkill oder so. 80 Erfahrungspunkte nur. Hm. Aber wenigstens ein bisschen Geld. Immerhin. Oh ja, es reicht. Und weg mit dem. Und weg mit dem. Ja, jetzt hat sich Feuer ganz umsonst an. Naja, egal. Schon wieder so ein Overkill. Gibt es dann irgendwann Punkte, wenn man nur Overkills macht? Nein? Okay. Da geht's nirgendwo lang. Oh nee, zwei Stück von denen. Und Feuer. Der S ist weg. Hoffentlich die zweite auch gleich. Oh. Bevor Feuer einsetzt, wollte ich sagen. Aber nein. Ja, jetzt bist du selber schuld, dass du nicht mehr so stark bist. Kevin steigt ein Level auf, sehr schön. Ah, perfekt. Gut, gut. Das läuft doch super. Oh Mann.
Angriff, Angriff, Angriff. Und nehmen wir da einfach nur Feuer. Normalerweise dürfte es auch vorher schon fertig sein. Jo. Hätte man eigentlich nur einen normalen Angriff nehmen können. So, aber jetzt haben wir hier lang, oder? Wir greifen auch nur so einmal. Oho. Okay. Oder auch nicht. Ja, war ja so klar jetzt, dass sie nicht ordentlich fertig machen, jetzt wo ich mich drauf verlasse. Hätte ich jetzt wieder Zauber eingesetzt, dann wären die wieder Overkill ohne Ende gewesen. So. 390. Sollen wir uns mal heilen? Nein. Wo geht's denn hier lang? Das scheint's nicht zu sein, oder? Oder sind wir hier nicht richtig? Ein Loch im Boden. Sumpfgrotte, es ist Untergeschoss. Das scheint es nicht zu sein. Ich glaube nicht, dass das in der Sumpfgrotte lebt. Dieser Astos und seine Dunkelelfen. Ich bin mir aber allerdings nicht sicher. Könnte auch möglich sein. Ich schaue jetzt aber erstmal hier herum. Ob da noch irgendwo was anderes ist. Im Angriffsvorteil. Die kriegen wir auch ohne Zauberplatt. Sag ich's nicht. Das sind keine Herausforderungen mehr, diese Viecher, die Goblinwächter. Hm, okay. Oh, alle paar Schritte, ernsthaft. Die sind auch keine große Herausforderung mehr. Zumindest nicht, wenn die mal ordentlich alle angreifen. Oh, ja. So, und jetzt greifst du den da noch an und dann ist der auch weg. Gut. Schauen wir mal. Wo wir eigentlich hin müssen. So. Habe ich jetzt kein Zauber eingesetzt? Ach, ist auch egal. Die gehen jetzt eh alle weg. Die brauchen mir keine Zauber. Seht ihr? Einer nach dem anderen verschwindet. Selbst der. Gut. 4 Hit. Yay. Aber gibt auch nicht viel mehr Geld. Ah, da ist ein Schloss. Das scheint irgendwie richtig zu sein. Diesmal machen wir es schnell und schmerzlos. Oder so. Ähnlich. Ja, boah, meine Güte. Hört auf anzugreifen! Nein! Boah! Und noch einer ist weg und jetzt sind noch 3 da und die verrecken jetzt auch alle 3. Sag ich's nicht. So spart man sich Runden. Noch nicht heilen. Da ist ein Schloss. Westschloss. Das schaut schon eher richtig aus. Okay, überall Fledermäuse. Da scheint es eine Tür zu sein. Oh. Astos, der König der Dunkelelfen, hat mich betrogen und mich all meine Reichtümer beraubt. Seht nur, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Mein prunkvolles Schloss zu einer Ruine verfallen. Doch ihr seht aus wie tapfere Krieger. Erfüllt mir meinen letzten Wunsch und bringt mir aus der südlichen Sumpfgrotte meine Krone wieder. Ah, also müssen wir doch dann dahin, aber brauchen erstmal des Königs Auftrag hier. Gut, okay, dann gehen wir gleich, aber wir erkunden jetzt noch das restliche Schloss hier. So, schauen wir mal, da können wir überall raus. Gibt es hier nicht noch irgendwo hier in den Raum zu sehen? Nein, ich wollte doch nicht ganz raus. Oh Mann, es ist empfindlich hier. Jedes Mal, jedes verdammte Mal. Wenn was machen jetzt die ganzen Fledermäuse hier? Staubwischen oder was? Ach, keine Ahnung. Ich hole mir jetzt auch Fledermäuse zum Putzen. Soll ja voll cool sein, wenn er so welche hat. Die Tür ist mit einem Zauber versiegelt. Nur ein Zauberschlüssel kann sie öffnen. Leck mich am Arsch. Ich will auch Zauberschlüssel haben. Ist da noch irgendwas? Scheint nicht so. Kaputt das Schloss. Alles kaputt. Okay, dann gehen wir wieder drunter zum Sumpf. Gut, dass wir da erstmal hoch sind. Uah. Angriff. Da war gerade irgendwas an meinem Fuß, das mich gekitzelt hat. Hoffentlich keine Spinne oder sowas sonst.
raste ich gleich aus. Keine Ahnung, aber mein Handy blinkt. Oh yeah, hängt Akku leer. Schon seit Stunden, aber ich bin zu faul, hochzugehen, um mein Ladekabel zu holen. Ich bin halt ein fauler Mensch. Tja. Wenn jetzt da irgendwo eine Spinne war, ist jetzt tot. Hui, und die, genau wie die Viecher hier. Sehr schön. Oh, Werwolf. Der ist aber genauso schwach wie die anderen. Aber bam. Bam. Alle kaputt. Wir hauen alle nieder. Bevor wir aber zum Sumpf reingehen, werde ich mich nochmal heilen und abspeichern. Und dann gehen wir rein. Oh, Schreck. Oh, Schreck. Haha. Oh, die sind ein bisschen stärker und Lähmung. Was soll das? Der hat noch nicht angegriffen, dann darfst du nicht lähmen. Du darfst doch. Ja, super, jetzt lähmen halt alle nach der Reihe, ne? Geht's noch? Okay, die sind nicht mehr gelähmt, sehr schön. Aber wir warten damit, bis wir unten sind. Dann nutzen wir unseren Schlafplatz vor dem Sumpf. Ist ja nur für HP, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Okay, Items. Schlafsack. Ja, süß, wie das aussieht. Fast wie ein Softcorn oder Kokuna oder so. Putzig. Oh mein Gott. Sind es auch die MP? Nö. Okay. Dann speichern wir kurz. Gut. Nur sicherheitshalber, falls wir Game Over gehen. Und diesmal gehen wir zuerst runter. Die Musik, oh mein Gott. Wir gehen jetzt immer zuerst nach rechts. Das heißt immer weiter runter. Okay, da können wir jetzt mal unseren Dialux anwenden. Angreifen, angreifen und da greifst du ihn so an. Weil das sind alles Untote. Und damit sind alle weg. Cool. Dann gehen wir mal hier weiter runter. Oh, da ist eine Tür. Oh mein Gott, da geht's wieder runter. Sumpfkarte U2G2. Okay. Da habe ich wahrscheinlich oben voll viel übersehen oder so. Oh, eine Kiste. Breitschwert. Breitschwert gefunden. Sehr schön. Und da ist ein Kampf. Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Wie eklig. Feuer. Dialux. Wahrscheinlich nützt das nichts bei denen, aber ja, wusste ich doch. Ich hätte doch Feuer einsetzen sollen und normal angreifen sollen, aber gut. Jetzt ist nur noch das eine Viech da und das ist widerlich. Und wird jetzt gleich sterben. Boah, nachdem es noch mein Kevin hier angegriffen hat, mein Bruderherz. Ha! Da komme ich her, ne? Ja. Ah. Und Feuer. Aber ich brauche das nicht. Ich möchte MP sparen. Aber anders kann ich da nicht so gewinnen. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Jetzt muss ich Feuer einsetzen. Ist ja unfair. Ja gut, beim letzten jetzt wenigstens nicht mehr, ne? Hätte ich doch nur Äther noch gekauft. Oh, aber ich hatte kein Geld mehr. Okay, die MPs jetzt steigen an. Ich will da nicht raus. Ich will da jetzt hoch. Ich habe wahrscheinlich voll viel übersehen. Im ersten OG. Oh, Dialux. Und? Komm, nutze es. Oh. Ja, besser. Sehr schön. So macht das so mehr Spaß. Überall Fledermäuse. Hier ist nichts oder wie? Super, Sackgasse. Boah, geh doch mal darüber. Da kamen wir her. Und hier. Geh doch mal aus dem Weg, blöde Fledermaus. Okay. Igittigat. Dann nutzen wir Feuera. Auch wenn das echt viele MP abzieht. Aber hey, bei diesen Gegnern muss das sein. Hoffentlich finden wir Äther oder sowas. Das wäre cool. Okay, wo geht's da hin?
Zum Tor der UG2. Okay, wir gehen einfach mal hier hin. Ah, egal. Ein Hinterhalt. Oh, weh. Ja, geht alle auf meinen Schwarzmarkt, ja, ist klar. Es geht auf meine Heilerin, jetzt auf den Schwarzmarkt. Ihr könnt euch mal entscheiden. Nein, gut, dann verschwindet. So, machst du jetzt auch noch angreifen, Chris? Hallo, Chris! Geht doch. Okay, jetzt darf die restliche Tarantel hier fertig gemacht werden, bevor sie meinen Kevin hier platt macht. Mann. Warum sind Heilerinnen eigentlich immer weiblich? Oh, ein Hinterhalt. Nicht schon wieder. Langsam wird es langweilig mit den Hinterhalten. Hinterhälte. Wie? Was ist jetzt eigentlich die Mehrzahl davon? Wir nutzen dazu Magie. Weg ist der erste. Du müsstest eigentlich auch untot sein. Jo. Adios. Ein Kraut haben wir bekommen. Warum kein Äther? Eine Kiste haben wir bereits geöffnet, oder wie? 620 Gil. Eine leere Schatztruhe. Oh wow. Aber wir haben 620 Gil gerade einfach gefunden. Wisst ihr, dass das für mich noch viel ist im Moment? Noch eine leere. Ach, 680 Gil, what the fuck? Und da ist schon wieder dieses Ding. Dieser Fehler. Oh, wie verschwindet der jetzt? Jo. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff. Erster ist weg. Wahrscheinlich schaffen wir nur drei. Zweiter ist weg. Oh weh, jetzt sind wir auch noch vergiftet. Okay, wir schaffen... What? Warum werden die geheilt? Warum? Mag mir das jemand erklären? Warum heilen sich die Werwölfe hier? Oh, wow. So, jetzt dürfen wir noch Antidote verschwenden. So, damit unsere Heilerin hier gerettet ist. Und dann sollten wir mal wieder ein bisschen heilen. An sich. So, und dich noch. So, wo sind wir denn da? Oh Mann! Schon wieder diese Dinger. Dialux. Angriff, Angriff, Angriff. Und jetzt sind gleich alle weg auf einmal. Haha. Perfekt. So macht es doch irgendwie Spaß. Wie viel Geld haben wir jetzt? 5000. Schon wieder 5000. Oh, wenn wir da rauskommen, können wir uns wieder einiges leisten. Und ich fange an wieder mit Schwäbeln. Oh, da ist eine Kiste. Da müssen wir hin. Dialux, ihr dürft die anderen angreifen. Ja doch. Greift's jetzt an, meine Fresse. Ich habe den falschen Knopf gerade gedrückt. Warum ist er jetzt gelähmt? Nein! Das darf nicht sein. Nein! Boah, das... Ja, das hätte ich jetzt super alleine geschafft, wenn der eine jetzt nicht gelähmt wäre. Dann hätte ich das alles in einer Runde geschafft. Verdammt. Oh, ist halt scheiße. Jetzt ist der zweite auch noch gelähmt. Super. Ernsthaft? Und viel... Boah, wir kriegen plötzlich so viel Geld. Dolch gefunden. Wahrscheinlich für den hier. Aber er hat schon Dolch. Hm. Okay, den zweiten brauchen wir nicht. War ich jetzt überall? Ih, was sind das? Skorpione. Ih, gittigert. Boah, machen die viel Schaden. Geht weg. Oh, die vergiften auch noch. Aber die halten nicht viel aus. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Die halten doch ein bisschen was aus. So. Items, Antidote. Wir haben nicht mehr so viel. Aber wir sind immerhin schon Level 15. Das ist gut. Glaube ich zumindest. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann gehen wir... das andere Untergeschoss. Ich habe zumindest alles abgesucht. Glaube ich zumindest. Ja. Wir machen noch diesen einen Kampf hier. Dann machen wir mal eine kleine Pause. Für den nächsten Part oder so. Oh weh. Greif doch mal an, Weißmarkerin. Ja, geht doch. Sehr schön. Okay. Ich heile noch mal volle Runde. So.
Alles voll heilen. Du kriegst auch eins und du kriegst auch eins. So. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.